Seid gegrüßt zurück zu Edge of Eternity. Wir müssen noch die Abzeichen der Tapferkeit sammeln. Es wird jetzt eine Folge nicht gekommen sein. Zwischendurch, mir ist OBS zusammen mit dem Spiel und der Aufnahme abgestürzt. Und das wird uns jetzt nicht weiter stören. Für euch ist deswegen eine Folge ausgefallen. Für mich heißt das nur, wir spielen das hier jetzt alles nochmal nach und jagen nochmal ein paar Monster. Ich denke, ich habe das Problem behoben. Hoffe ich. Wir werden sehen. Aber ich habe schon das letzte Mal gedacht, ich hätte es behoben. Das hat nicht funktioniert. Führe Angriffe von hinten durch. Das geht sogar recht gut. Das deckt gerade ein bisschen. Tada. Bist dran. Und die drei können wir wahrscheinlich sogar recht gut besiegen. Donnerriss Stufe 2. Ein und dann. Ja, konzentriere dich auf den. Darkness before dawn. Und bumm! Sind doch schon mal fast weg. So, eine zweite Mine. Und bumm! So. Dann wird jetzt Selene da unten die zwei oder unten noch ein Einzelner. Ja, jetzt nicht so nett von euch, ne? Könntet ihr mal lassen. Und nachladen. Dann mach sie doch fertig. Du markierst den. Die Soris greift an. Gift ansammeln. Ja, kannst du gerne machen. Das wird dir jetzt auch nichts mehr. Und du greifst den an. Okay, die wollen jetzt auch Gift ansammeln. Aber das war's mit euch. Den von mir aus. Lene wird aber nur noch einen großen Schlag anrichten können. Bisschen schade. Mehr Minen. Immer mehr Minen. Das lohnt sich gerade, weil die auf einem Punkt stehen. So, Eis hatten wir noch nicht. So, das dürfte es dann so ziemlich mit denen auch gewesen sein. Kannst du ruhig reingehen. Geschahen macht das jetzt nicht. Kommst hierher. Und unterbrochen. Darkness before dawn. Und Explosion. Na gut, Eisexplosion. Ja, Selene, das sieht gar nicht gut aus. So, eine Mine müsste jetzt langsam mal loslegen. Ja gut, der wird etwas länger im Gift stehen, der Darion. Aber wie gesagt, das richtet jetzt so schrecklich viel an und hört ihn auch nicht wirklich. Und du greifst da drum den an. Du machst dich auf den Weg hoch. Du auch. Der ist ja gleich dran, die Mine. Der, die Mine. Ja, geh mal hin und... Jo. Du betäubst da oben den mal. Dann nervt er uns nicht mehr. Die Präsentation war ich ja schon tot. Seht ihr, das macht Darion überhaupt nichts aus, da drin zu stehen.
Bumm. Das war's mit da unten in zwei. Wir haben noch zwei Minen, die auf dem Weg sind. Aber die werden nicht mehr ankommen. Ich mag irgendwie die Minen. So, wer macht den letzten Schlag? Hätte auch fast Isoris machen können. So, dann haben wir jetzt 6 Abzeichen. Und wir suchen nächsten Gegner. Bis jetzt scheint es ganz gut zu laufen. Da sind doch 2 Drohnen. Wir haben einen riesen Vorteil. Kann ich nämlich theoretisch übernehmen, aber die da sind egal, weil sie geben kein Abzeichen. Ja, und dich habe ich noch nicht gestreichelt, ne? So. Das ist noch eine Drohne. Gib mir ein Abzeichen. Let's end this quickly. Erleide weniger als 2803 Schaden. Ja gut, das ist leicht gemacht. Nur dafür sorgen, dass die Suche dran kommt. Das ist ja auch der einzige Feind, oder? So. Beenden wir den Kampf. Und sollte er nicht enden. Wir haben auf jeden Fall genug, um das Problem zu lösen. Heilende Quelle, Nickerchen, Todesmarkierung und Ausweichhaltung. So. Das sind ein paar Dunria. Ja, Dunria. Ihr drei habt jetzt ein Problem. Siege alle deine Gegner weniger als 9 Zügen. Das wird schwierig. Aber ist möglich. Ihr müsst euch irgendwie auf die 3 hier konzentrieren. Während Selene. Na gut, das dürfte sogar recht einfach gehen. So, du schlägst jetzt hier noch einmal zu. Ich muss Selene einmal zaubern und dann war's das. Joa. Ging doch besser als gedacht. Ich befürchte, dass die anderen zwei nicht so leicht erledigt bekommen. Darion, Fallon und Isoris. Aber es ging sehr gut. So, da hinten ist noch ein Stein, sind sogar 2. Und da hinten sind noch 3 Dunria. So, wollt ihr mir ein Abzeichen geben? Denn nachdem jeder der... Gott, das kriegen wir hin. Markierst den. Oh, da ist sogar ein Dunria. Du schläferst ihn ein. Du schlägst zu. Und Selene... Donnerschock. So. Hier ist den nochmal. Und bumm. Und jetzt, ja, markieren nochmal. Fallon, du schießt nochmal auf. Schlägst einmal auf ihn drauf. Ja, das passt auch. Du konzentrierst dich auf den Leim. Ich glaube, Selene. Ah, jetzt können auf jeden Fall Selene erreichen. Das ist lieb, dass du da in die Nähe kommst. Selene, schalt ihn mal kurz aus. Du, Fallon, gehst hin und. Treibst ihn. So, das wollte ich sagen. Und ihr schlagt ihn mal fester drauf. Darkness before dawn. Und nochmal. Hack.
Machen wir das. So. Wusch. Wusch. Wir nehmen mal Wasser. Und festet drauf. Nachladen. I will commend your soul to the gods. Und bumm. Das war's. Und noch eins. Horn des Urdunri haben wir bekommen. Das ist doch mal was. War zwar kein Urdunri, aber das ist da auf jeden Fall was Tolles. Noch ein Eichen der Tapferkeit und wir haben's. Follow my lead and we'll get through this. Lass niemanden in deinem Team sterben, also das wird das geringste Problem sein. Erledige den Grat. So. Gehst mal dort mit rüber. Du erledigst den Dunrier. Ach, du stehst schon so, dass du draufhauen kannst. Achso, da hinten dran ist. Der ist weg. Hopp, hopp, hopp. Ja, einmal kannst du angreifen. Das wird dir jetzt auch. Oh, das ist auch noch nein. Ich bin echt blöd. Oh, okay. Jetzt nichts, was uns wirklich zurückwerfen würde. Wir haben relativ wenig Teamenergie. Aber egal, wir haben die 10 Abzeichen. Und das ist jetzt die Hauptsache. Und damit gehe ich jetzt abspeichern kurz. Und nur um sicher zu gehen. Ich habe zwei Dauber getestet und es gab bis jetzt keine Abstürze mehr. Das war aber auch schon letztes Mal so. Und dann haben wir auf jeden Fall einen Speicherpunkt, von dem aus ich auf jeden Fall nochmal laden kann, ohne dass das störend wird in der Aufnahme. Ich habe schon fast den Eindruck, es liegt an der Ebene hier. Und ich starte dann kurz die Aufnahme, speichere ich und starte sie neu. So, bin schon wieder zurück. Nightschön. Ach ja. Aber so richtig weiß ist es hier noch nicht. So, wir können jetzt die Zeichen abgeben. Aufnahme ist jetzt auch gesichert erstmal. Das heißt, im Zweifelsfall lade ich dann einfach neu. Das werdet ihr dann nicht merken. Hehehe. Wer weiß schon, wie viele Aufnahmen das sind. Ihr werdet es nie erfahren. Oh nein, das Spiel ist bis jetzt nicht mehr abgestürzt. Da oben ist sie. Dann erfahren wir, warum Darion das überhaupt machen sollte. Hallo Schwertkämpferin. Ich weiß nicht mal, warum ich mir die Mühe gemacht habe, die hier zu sammeln. Dein Herz kennt die Wahrheit, die dein Verstand noch nicht begreift. Ich bin deines Vertrauens würdig. Wie hast du dich gefühlt, als du sie gesammelt hast? Ich weiß nicht. Warst du stolz? Nein, nichts dergleichen. Du darfst schon etwas mehr als ein paar Trophäen, um mich stolz zu fühlen. Keine kämpferische Heldentat wird dazu führen. Und weißt du auch, warum nicht? Du hast es zuvor schon erwähnt, weil mein Schwert nur so gut ist, wie viele Leben ich damit retten kann. Und es hat mich allzu oft im Stich gelassen. Ah. Du warst also auch im Krieg. War das nicht schon offensichtlich? Ich hatte meine Zweifel. Du hast doch die Augen eines Kindes. Wie auch immer. Aber eine Sache habe ich gefühlt. Was denn? Selbstvertrauen. Ich glaube, ich kann jetzt mehr auf meine Fähigkeiten setzen. Dann war deine Mühe nicht umsonst. Komm wieder und besuch mich, junger Krieger. Sollte ich das tun, bringe ich nächstes Mal Fruchtrolle mit. Du siehst abgemagert aus.
So, und wir haben direkt den nächsten Auftrag von ihr. Hallöchen, ich habe die Fruchtrolle wie versprochen. Gibt es welche mit Braunbeeren? Ich glaube mindestens zwei. Danke. Woher kommen all die Schwerter? Von Konzilsoldaten, die mich zurück an die Front zerren wollten. Und einige sind von Kriegern, die mit mir kämpfen wollten. Keiner von ihnen war gut genug, also habe ich sie getötet und ihre Schwerter behalten. Dann bist du als eine berühmte Schwertkämpferin. Ich hatte Dutzende Schüler und habe mir viele mit Meistern. Ich hatte Dutzende Schüler und habe mit vielen Meistern trainiert. So viele, hm? Jeder, von dem du etwas lernst, dein Meister. Verbringe einen Abend damit, Gitanas beim Kämpfen zuzusehen. Die werden dann zu deinen Lehrern. Durch das Beobachten ihrer Finden, ihrer Bewegung und ihrer Konzentration kommst du nicht umhin, etwas Neues zu lernen. Selbst ein herabfallendes Blatt kann dich etwas lehren. Das meinst du ernst, hm? Kampffähigkeiten hab, meine ich. Forderst du mich etwa heraus? Nein. Noch nicht. Vielleicht. Möchtest du kein großer Krieger werden? Ich habe einst geträumt, ein großer Krieger zu werden. Ein echter Held. Aber das waren nur Träumereien eines Teenagers. Misserfolg kam mir dabei nie in den Sinn. Jetzt kämpfe ich für andere. Ich tue mein Bestes, stattdessen ihnen zu helfen. Und der Rest ist unwichtig. Dann hast du den Weg bereits eingeschlagen. Aber du bist nicht mit dem Herzen dabei. Lass mein Herz daraus. Ich möchte dich auf die Jagd schicken. Ich töte Tiere nicht so zum Spaß. Dann wirst du es zum Wohle der Leute tun. Auf den elysischen Feldern treibt sich ein von der Zersetzung befallener Honigtopf herum. Besiege ihn, sonst wird er sich an deinen Leuten laben. An meinen Leuten? Technikbanditen und Deserteure. Das sind nicht meine Leute. Glaubst du, nur weil du die Armee verlassen hast, sind auch die Bande zu deinen Kameraden durchtrennt? Vor allem jetzt, da du diesen Weg eingeschlagen hast? Du willst die Last nicht auf deinen Schultern tragen. Deshalb erdrückt sie dich. Du dachtest, du könntest dein Leid hinter dir lassen, wenn du desertierst. Ich weiß, dass du kein Feigling bist. Du bist einfach nur ein wenig tollkühn. Jetzt aber mal halblang. Geh und besiege das Monster. Allein. So. Ja, auf sein Herz ist Dario nicht so gut zu sprechen. Er hatte ab und zu seine Probleme mit. Also, dann wollen wir mal einen Schleim töten. Und dafür müssen wir elysische Felder Eingangzentrum Eingang. Und bis jetzt kein Absturz. Das ist doch was. Machen wir diesen Schleim fertig und dann geht's weiter. So. Ja, du bist eine Brave. Da ist er auch schon. Der zersetzte Honigtopf. Weil ich glaube eigentlich heißen die im Spiel einfach nur Honig. Also wenn die da so herumfleuchen und keuchen. Ja, und Darion muss ihn alleine besiegen. Und einmal durch. Ich hab den auch schon besiegt. Also. Boah.
Er ist etwas nervig, weil er relativ viel aushält. Und weil er sich ständig teilt. Nur mal kurz gucken. Ja, der guckt in die Richtung. Dann gehen wir einmal hindurch. Und dann wird der Kleine verprügelt. Schön ist, dass Darion so häufig angreift. Und ich kann schon eins sagen. Er wird kaum dazu kommen, uns anzugreifen, weil er sich ständig teilt. Und wir seine kleinen Freunde immer platt machen. So. Und das machen wir jetzt so lange, bis er hinüber ist. Können hier eigentlich mal noch Verteidigungsbrecher drauf geben. Hat er widerstanden, das ist natürlich doof. Gehen wir gleich nochmal. Ja. Hat geklappt. Und wieder auf den Kleinen. Wenn das nämlich zu viel wären, dann wird das problematisch. Ansonsten nicht wirklich. Aber die sind ja mit zwei Schlägen hinüber, sobald der, Darion sie von hinten angreift. Und die spawnen immer in eine Richtung. Ich hab's. An der Stelle ist es tatsächlich häufiger direkt nach dem Kampf abgestürzt. Deswegen musste ich da öfters neu laden. Aber. Ich spawn immer in eine Richtung. Ich habe es, glaube ich, irgendwie geschafft, dass die mal in die Richtung nach links, also jetzt Richtung Darion, spawnen. Aber. Ja, ich weiß nicht, wovon das abhängt. Vielleicht einfach, welche Richtung sie das erste Mal spawnen. Keine Ahnung. So. Ich wollte dann jedes Mal nur gucken, dass ich eigentlich die Aufnahme noch zu Ende kriege. Ja, nur um dann festzustellen, dass die Aufnahme komplett im Eimer ist. Aber wie gesagt, bis jetzt läuft es ganz gut. Ich habe die ersten Teile ja schon abgesichert. Das wird kein Problem geben. Und das Spiel scheint jetzt auch wieder flüssig zu laufen. Ich habe diesmal was an meiner Grafikkarte eingestellt. Hoffe, dass das jetzt Probleme behebt. Grafik musste ich etwas runterstellen vom Spiel wieder. Aber das hatte ich eigentlich schon vorher bei der Aufnahme nochmal gemacht. Ich weiß nicht warum. Aber das scheint irgendwas zu stören, wenn es auf höherer Grafik ist. Wahrscheinlich könnte ich alle Optionen durchgehen und dann ist es nur eine Option, aber wenn ich da stundenlang rumprobiere, ich habe auch noch andere Dinge. Leider. Wobei, ich mache die anderen ja auch gerne. So, und gleich dürfte Darion nochmal seine Ulti aufgeladen haben und dann ist das Ganze vorbei. Das Schwert ist echt praktisch, dass der auch noch Schaden kriegt davon. So, und dann ist dieser Kampf endlich vorbei. Der ist halt wirklich sehr langwierig mit bleiben. Und es ist praktisch nur draufschlagen. Wie Darion in der ersten Questreihe direkt am Anfang gesagt hat, er fuchtelt einfach mit dem Schwert rum und dann sterben einfach die Gegner. Oder in dem Fall schmeißt er sein Schwert weg und schlägt mit der Faust so lange zu, bis der Schleim sich nicht mehr rührt. Und um. So. Hm.
Ich glaube, dann kann ich noch zurückreisen. So. Mit euch wollte ich mich jetzt nicht anlegen. Speichern wir auch hier nochmal. Da habe ich irgendeinen ganz alten Spielstand noch, wo ich selber gespeichert habe. Vanguard? Vanguard! So. Wo bist du dann? Ah, bist du. Gut, komm, gehen wir zur Schwertkämpferin. Danach beende ich die Folge und dann haben wir das endlich mal geschafft. Hier bist du ja. Frieden? Ist erledigt. Gut. Willst du wissen, wie es sich angefühlt hat? Nein. Na, wenn du mal nicht wie eine vielseitige wenn du nicht eine vielseitige Frau bist. Hey, was ist übrigens mit dir los? Dass du die Seelensucherin heraushängen lässt, ist schön und gut, aber du musst Klartext mit mir reden. Warum bist du desertiert? Warum fragst du mich das? Ein paar Gründe. Erstens, du bist besonders hartnäckig, wenn es um die Sache geht, die mir passiert ist. Und zweitens, ich finde es seltsam, dass jemand, der angeblich so talentiert ist, nicht da draußen ist, um gegen mächtige Gegner zu kämpfen und die Kunst der Schwertführung zu verbessern. Der Krieg hat nahezu alles zerstört, was mir lieb und teuer war. Eine großartige Schwertkämpferin zu sein, ist alles, was mir noch bleibt. Die Acheliten wollten mir auch das nehmen. Was meinst du? Kämpfen ist eine Kunst für sich. Ein Aufeinanderprallen zweier Seelen. Ein Labyrinth aus Absichten, Finden, eine Prüfung der Fähigkeiten und Willenskraft. Aber der Kampf gegen Maschinen sieht anders aus. Er zerstört die Seele. Eine Kampfmaschine hat keine Absichten und auch keine Willenskraft. Es gibt nur Verwüstung und Tod. Eines Tages begriff ich, dass wenn ich noch länger an der Front bleibe, ich ebenfalls zu einer seelenlosen Maschine werden würde. Das habe ich nicht verkraften können. Ich konnte es nicht verkraften, das Letzte zu verlieren, was in dieser Welt wichtig war. Deshalb bin ich desertiert. Es ist noch eine Braunbärenwolf übrig. Willst du sie? Ja, bitte. Und sie hat noch eine Aufgabe für uns. Ungeschriebenes Testament. Gut. Würde ich aber sagen, was sie jetzt noch... Wobei, wir können noch gucken, was sie jetzt noch von uns will. Du bist zurückgekehrt. Wieso? Ich grüße dich auch. Du hast dich kein bisschen verändert. Ziehst das Schwert noch immer hinter dir her, als würde es eine Tonne wiegen. Aber wenn da nicht jemand mies gelaunt ist. Was soll das bringen? Welchen Nutzen hat mein Unterricht, wenn du nichts lernst? Ich habe dir mehr Fruchtrollen gebracht. Zur Hölle mit deinem Essen. Und ich dachte, du wärst froh darüber, wenn ich dich zu einem Duell herausfordern würde. Vielleicht hilft dir das mit deiner miesen Laune. Ist das für dich ein Spiel? Bist du gegenüber deinen Fehlern blind, dass du glaubst, eine Chance gegen mich zu haben? Hey, ich sag doch nur, tragen wir ein Duell aus, du gegen mich, nichts weiter. Du wirst mich auf keinen Fall besiegen. Du bist tot, Darion.
This kind of feels like déjà vu. Okay, eigentlich wollte ich jetzt nicht gegen sie kämpfen. Das ist ein Stärkekristall. Das finde ich erstmal nicht toll. Darion, geh da mal weg. Weit weg. Und jetzt warten wir mal. Ja, das wollte ich. So, und jetzt gehen wir dorthin. Zack. Müssten wir jetzt nicht. Irgendwie keinen Sound. So kriegen wir von dem Stall nichts. Gibt der nur einmal? Also so schrecklich stark ist die gar nicht. Ich habe jetzt echt befürchtet, dass wir hier so einen richtig harten Kampf haben. Gucken wir mal, ob sie brennt. Take this. Sie brennt. Sie hat ja noch nicht mal ein Schwert gezogen. Ich dachte, sie wäre Schwertkämpferin. Irgendwie komisch. So, gehen wir auf die andere Seite. Ach, ich dachte, ich kann dann von hinten angreifen, aber da hätte ich ein bisschen früher schalten müssen. Das klappt aber trotzdem. Wir haben gewonnen. So viel zu dem nur umherspringenden Darion. Das muss ja nicht bis auf den Tod sein. Und? Fühlst du dich jetzt besser? Ich wette, es ist schon lange her, dass dir jemand die Stirn bieten konnte. Gib's zu, ich fühle mich besser. Ein schöner Kampf ist bei mir schon lange her. Du benutzt dein Schwert wirklich, um anderen zu helfen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich wollte nur einen Trainingskampf mit dir, das ist alles. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich werde wieder an die Front ziehen und den Soldaten so gut es geht zu helfen. Was war das denn gerade? Ich habe etwas von dir gelernt, Darion. Etwas, das ich auch durch jahrelanges gezieltes Training nicht lernen konnte. Für diesen kurzen Moment warst du mein Meister und ich deine Meisterin. Danke. Wofür? Dafür, dass du mir ein Stück meiner Menschlichkeit wiedergegeben hast. Übertreib es nicht, ich habe dir lediglich etwas Gepäck mit meinem Kleingeld gekauft. Gebäck. Ja, deswegen ist der Unterschied zwischen B und P wichtig. Pass auf dich auf. Bleib stark. Und sonst wird es sehr geil. Du hast mir gezeigt, dass du deine Klinge für das Gute einsetzt. Erinnere dich daran, wenn du schwierige Zeiten durchmachst. Vielleicht werde ich das. Gegenseitige Bevormundung. Excelsior. So. Das ist ein neuer Auftrag. Nee. Moment. Gucken wir gerade noch rein. Nee, die Reihe ist fertig. Die Reihe ist fertig und das Spiel hat geschlossen. Es ist hier zu Ende. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen. Wünsche noch einen gesegneten Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.